So, jetzt sind wir auch im Bild. Hallo, Frau Schneider. Hallo, Herr Schneider. Hallo. Fahren wir schnell in der Werkstatt unseres Vertrauens. Habe die Kette ölen lassen. Bitte von einem netten Herrn, diesbezüglich Arbeitskollegin von ihr. Arbeitskollege. Jesus Gott. Okay, so, was machen wir heute? Zum dritten Mal der Frühlingssuche. Möchte ich am Rhein und dann bis Kräffern und dann von Kräffern wieder nach links rum und durch den Hügel. Okay. Nee, das machen wir so. Da schauen wir jetzt mal. Vielleicht legen wir diesmal ein bisschen mehr Blumen drauf, ein bisschen mehr. Grün ist ja, mein Wasser fehlt ja nirgends. Dunstig ist. Wir haben so kurz vor 12 irgendwie, so 11:30. Ich sage nicht genau, wie viel Uhr, sonst heißt wieder nein. Ich weiß es nicht, ich habe keine Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, schwingen wir die Hufe, beziehungsweise treten in die Pedale. Ja, ja. Und schaue, dass wir sowas weiterhin sehen heute. So, also Starter. Geht doch. Habt ihr diesen eleganten Move gesehen? Das machen wir jetzt noch rückwärts. Das war ein eleganter Move. Du, das kann ich auch rückwärts. So ist das nicht. Wie heißt es im Frühjahr, der Bauer, die Saat ausbringt oder so ähnlich? Was der macht. Ja, doch, der sprüht er. Ja, immer sprüht. Naja, hier soll es mal Mais geben, oder? Das ist übrigens der größte Lkw-Parkplatz an der Autobahn von ganz Deutschland. Das ist der bei Baden-Baden, an der Autobahnkirche Baden-Baden. Sieht gar nicht so groß aus, aber also laut amtlicher Stelle ist das der größte. Aber jetzt fragt mich nicht, wie viele Parkplätze das es hier gibt. Auf jeden Fall massig. Und da vorne ist wieder mein Lieblingsfunkmast. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Der erinnert mich wirklich ungemein an das RKO-Zeichen oder RKO aus den 50er Jahren, diese Produktionsgesellschaft. Jetzt sind wir wieder in Iffetheim und schauen mal, was da geht. Home of the schnelle Pferdele. Also hier ist die Pferderennbahn irgendwo. Gelati. Hast du mir es ja wieder gegeben? Hä? Jetzt hast du mir es wieder gegeben. Warte nur. Nachher krieg ich einen Red Bull. Hä? Verleiht Flügel.
da geht's hoch. Wille Eco. Komm. Hä? Komm. Das war wohl eine Hochzeit hier. So, oh, lass matschig sein. Jetzt gibt's was zu essen. Essen, essen, essen. Was hat denn der Küchenchef heute? Das machen wir gleich. Ich muss erst mal die Eis. Okay. Und dann muss ich zugelassen. Dann schalte ich euch erstmal weg. Zum Essen müssen wir erstmal ausziehen. Jetzt nehmen wir der Blunze mal wieder freien Lauf hier. Uah. Beinahe stranguliert. Hier. An dem hier. Muss halt den noch ausmachen, den Rucksack. Ja, haben wir denn schon Ostern? Bei mir ist immer Ostern. So, das ist alles. Hm? Ein Späßchen drauf. Ja, geht. Upsa, Achtung. Ui, Eier. Zwei Beine in die Eier geschichen. Jetzt nicht nur zwei. Kamera läuft. Hallo. Heute ist es warm. Hä? Herrlich. Ah. Ah. So lässt sich's aushalten. Hast einen Manager dabei, der Eier schält. Ah. Komm, gib's zu, mach gern. Herrlich. Boah. Angriff auf meine Gesundheit. Würstchen, Bäckchen. Der Sekt hat sie natürlich vergessen. Nein. Und der Rotwein. Nein. Habe auch kein Bier dabei. Keine Menschenseele hier. Richtig schön. Keine Menschenseele. Man merkt Anfang der Saison kein Salz, kein Pfeffer, kein Senf, nix. Kein Rotwein, kein Sekt, kein Bier.
Also ganz essentielle Sachen sind nicht dabei. Hauptsache Essen ist da. Ja. Aber die Aussicht ist schön hier. Guck mal da hinten, ein Schwan. Was da alles schwimmt. Ein Schwan. Guck mal, der da hinten rumhopft. Schön. Ein Treibholz wieder. Das ist kein Treibholz. Was dann? Eine Schlange. Oh, ein Krokodil, ein Krokodil. Sind die hart? So. Schwimmen hat er ja unter im Wasser. Oh je, Moment. Gehen die unter? Nein, da müssen wir ausholen. Da hat Gabi gestern irgendwie so eine. Ist eine Sendung gekommen. Eine Sendung, irgendwie hat sie was in der falschen Hals bekommen. Nein. Oder es ging unter sozusagen. Dumm und blöd. Nein, die hat es davon, ob ein Ei noch genießbar ist oder nicht. Ne? Und je älter das es ist, umso höher schwimmt es. Ja, das war der zweite Teil. Ja, weil dann Luft reinkommt. Ja, nein, weil ja, sich durch die poröse. Ach Mensch, guck doch selber am SWR. Ist und dadurch kommt Luft rein. Da ist der Wiener da. Eine halbe Klappe. Also wissenschaftliche Kommentare und wissenschaftliche Beiträge können mir keine bringen. Du nicht. Aber im Endeffekt haben wir es verstanden, was du meinst, gell? Wenn das Ei oben schwimmt, ist Ei. Genau, wenn es runterfällt, ist es kaputt. So weit zu dem Thema. Ja, darf ich dich interviewen? Ich weiß nicht, kommt drauf an, was mit mir labern will. Gut. Ich wollte dich mal fragen, wie dir das so gefällt, wenn man hier das so ohne Stress rumfährt. Ich finde es schön. Herrlich, ja? Nichts los. Ja, ich finde es schön.
gar nichts los. Schön, gell? Ruhig. Schön ruhig. Ja. Wollen wir mal weitergehen? Fahren wir weiter. Hier ist der kleine Yachthafen von Gräffern. Im Moment noch nichts los. Alle noch im Winterschlaf. Aber im Sommer ist da ganz, ganz schön Betrieb hier. Mitte auf dem Weg sitze die. Schrott hier. Alles, was sich so ansammelt, da. Ja? Ah, und hier ist die Fähre. Hinter uns ist jetzt die Fähre. Wie gesagt, die nehmen wir jetzt heute nicht. Ich werde hier noch ein Stückchen weiterfahren Richtung Lichtenau. In die Richtung sind noch mal 6 Kilometer und dann werden wir langsam zurückrollen. Hier ist das ehemalige Zollgebäude und gleich nach der Grenze hier haben sie dann auf deutscher Seite ein Casino gehabt. Da ging es damals rund, weil in Frankreich war das scheinbar nicht so erlaubt, wie gesagt, und hier geht es dann zur Fähre. Verabschieden wir uns erstmal wieder vom Rhein für heute. Jetzt geht es wieder ins Landesinnere. Ja, schön zu fahren heute. Ja, wir wollen hoffen, dass wir es mal auf der anderen Rheinseite demnächst nachholen können oder verlängern können. Aber das ergibt sich.
sind wir in Helmlingen. Helmlingen. So sieht's ja aus. Hier ist der grüne Baum. So richtig alter Charme hier. Und hier ist schon der Ortsausgang. Und wieder ein paar Frühlingsblümchen entdeckt hier am Wegesrand. Das größte Frühlings- und Allwetter- und Jahresblümchen fährt da vorne. Dann gibt es natürlich auch gleich wieder den schönen Ausblick auf, muss ich mal wiederholen, unsere Berge halt. Und einfach toll. Ich weiß ja, ich habe es bestimmt schon tausendmal betont. Aber hier ist halt einfach, du fährst 10, 15 Kilometer flach, bist am Rhein. Fährst dann nochmal ein paar Kilometer, bist an der Vogese. Also es ist kolossal. Du hast hier alles. Berge sind auch nicht zu hoch. Und brauchst ja auch nicht unbedingt jedes Mal einen Lift, um da hochzukommen. Kannst normal mit dem Rad hoch. Geht wunderbar. Echt klasse. Und wenn du dann weiter südlich hier gehst, dann stehst du voll im Schwarzwald. Was will man mehr? Wo wir ihn gerade sehen hier, ist auch eine ganz tolle Strecke für Rennradler, von mir aus auch für Gravelbiker. Also ohne Ehe. Kein Problem, habe mir früher auch alles gemacht. Also kein Gravel, aber Rennrad war immer schön. Heutzutage sind wir halt mehr so die Genussradler. Schauen wir uns die Gegend an. Ja. Ich habe schon geschwärmt davon. Ja. An unseren Bergen. Einfach toll. Und viel Wasser. Und noch ein paar Blümchen. Ele, komm, wir machen eine Runde Trampolin-Hopfen. Machst du mit? Sie will nicht. Ohne Navi. Nur nach reinem Instinkt. Jetzt geht's über die Acher. Machen wir wieder ein bisschen Learning by Doing. Schauen wir mal. Der Radweg geht hoch, da wollen wir eigentlich nicht hin. Fahren wir mal ein Stück wieder zurück, quasi. Geht's wieder Richtung Scherzheim. Dann heute. Kein Overlander, Overnighter, sondern ein Overlander. Wir fahren einen Overlander. Wir verlassen wieder das freundliche Örtchen Scherzheim und es geht nach Muckenschopf. Hast du in Fahrtrichtung die Berge links liegen, fahrst du in die falsche Richtung.
Wir kommen den Bergen wieder ein Stückchen näher. Auch hier steht noch alles unter Wasser. Gluck, gluck. Ladies and Gentlemen, Gamswurst. Jo, sieht so aus. Hey, guck, spielt eine Rase Golf. Geil. Ja, hätte jetzt kein Problem mit. Das Gewerbegebiet in Gamswurst. Ah, da haben sie aber mal ein paar dicke Pinkeln nachgesetzt. Ja, mit Fahrradständer und Blümchen. Ja, ich sehe es. Und es blüht so langsam hier. Ja. Da steht's. Ja, jetzt kommen wir Richtung Aachen. Jo. Also das heißt auf Deutsch, wir sind hinter Aachen. Ah. Diese Wutze. Es wäre jetzt nicht nötig gewesen, mir die Füße zu kühlen. Ich kann ganz dunkel erinnern, wir waren mal eines Sonntags hier. Also da war kein Verkehr, war nichts los. Egal, jetzt fahren wir hier die Unterführung und dann schauen wir weiter. Ups. Halligalli! Halleluja! Geht's rund? Da geht's rund, da geht's rund. Mein Lieber. Also wie gesagt, der Weg hier heißt entlang der Baumallee. Ist halt jetzt die Frage, was meinen die mit Bäumen? Das da? Oder die vielen Blechbäume, die hier rumfahren? Keine Ahnung. Ist halt ein wenig blöd, gell? Ah, das ist doch... Früher hat man sowas bei Jochen Schweizer gebucht. So Abenteuerfahrten. Ah.
Ach geil. Der Verkehr wird weniger, die Berge rücken näher. Wird schon. Strip, strip, hurra. Also jetzt ist es wirklich warm, gell? Das kannst du laut sagen. Mein lieber Schulli. So, wir haben jetzt erstmal uns ein etwas leichter eine Jacke ausgezogen. Ist ja Wahnsinn. Also wenn du kurz in der Sonne stehst, dann schwitzt wie ein Aff. Ne? Jetzt fahren wir links durch, ja. Genau. Jetzt erstmal eben nach Führung durch hier. Stupi Galupi. Was es nicht alles gibt. Ja. Fahrt nicht in die Stadt, da habt ihr eine rote Ampel. Hier ist mal ein Blick zur Hornisgrinde hoch, da wo der Turm ist. Die Schilder habe ich jetzt mal wieder ganz woanders hingezeigt, als wir eigentlich hinwollen. Weil wir dachten eigentlich, Bühl geht es in die Richtung. Aber die Schilder habe ich in die Richtung gezeigt und das ist definitiv falsch. Also die andere Richtung. Und wieder ein kleiner Haken. Aber wir haben die Berge rechts, also wir sind wieder richtig. Ja, aber ehrlich. So ist, es ist halt so, wenn man nicht, wie soll ich sagen, wenn man jetzt direkt immer nur den geraden Weg nimmt. Ne? Wenn man ein bisschen so in Pampa abstreift. Also irgendwo und von den Hauptverkehrswegen runtergeht, die eigentlich dann irgendwann langweilig sind, wenn man die fährt. Und dann kommt man irgendwo, da ist er in Pampa, und dann kann es passieren, dass irgendwann kreuz und quer fährt. Weil es einfach die Wege in die Richtung dann nicht gibt. Nur gut, dann weiß man das nächste Mal. Und ich glaube, hier haben wir auch irgendwie diese Karte mit A gezogen. Also drehen wir, fahren ein Stückchen zurück und gehen dann wieder auf den langweiligen Weg. Ja, schöner zu fahren und angenehmer ist hier zwischen den ganzen, was sind das, Kirschbäumen hier? Die da Kirsche, gell? Da die weiße. Ja, alles Mögliche. Ja, durch der Obstgarten. Ah ja, im August ist das wieder hier ein Paradies, ne? Ja. Also geht's wieder zurück zum langweiligen Weg, direkt an der Bundesstraße entlang. Ich schicke jetzt mal gleich voraus, dass in die Richtung wieder es etwas rauschiger wird vom Wind her. Wenn wir dagegen sind. Weil da ist grundsätzlich Gegenwind, egal zu welcher Tages-, Nachtzeit, Jahreszeit, egal was Sie im Wetterbericht ansagen, welche Richtung hier bläst, hier sind wir entgegen. Vor uns sehen wir die Türme von Sinsheim. Oh, Chef hat gesagt, stimmt nicht. Steffi hat gesagt, das ist Ottersweier. Der Road Manager hat es gesagt. Ottersweier. Jo. Maria Linden. Maria Linden, okay. Stimmt, der in Sinsheim, der hat nur einen Turm, gell? Ja. Ja. Ja, gut, man merkt, ich bin beschlagen, was Kirchtürme anbeschlagen. Sie hat recht, Ottersweier.
haben wir ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Zeigen wir es nochmal, weil es so schön ist. Die Wallfahrtskirche. Jetzt sind wir wieder in Bühl. Schauen wir, wie es da aussieht. Ah, die Leute wohnen auch schön. Guckt direkt auf die Berge. Und auch hier fängt es schon wieder kräftig an zu blühen. Sieht mir auch so verbissen aus. Jetzt haben wir 80 Kilometer, jetzt haben wir noch so ungefähr 10. Ja, passt. Oh, da hinten ist so viel, na, wie sagt man das? So ein herzhaftes Treiben hier. Das ist ein Bienenhotel. Ein Bienenhotel. Ja. Ich bezeichne das immer anders, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich böser Mensch denke. Fängt auch mit, es fängt mit B an und hört mit L auf. Und Bienen lassen wir vorne. Okay, ja, was wollen wir sagen? Schön war es heute. Ja. Wir haben festgestellt, wir steigern uns langsam. Also die erste Tour dieses Jahr waren 40, 43 Kilometer. Ja. Die letzte Tour, die war so um die 60. Waren so 60 und heute sind wir bei 90. Bei 90. Also wir haben 86 auf dem Tacho, sind noch nicht ganz daheim. 4,5 sind nochmal 4-5 Kilometer ungefähr. Und ja, also wie gesagt, schön war's. Morgen soll das Wetter ja wieder bescheidener werden. Also so rein wolkenmäßig. Temperatur dürfte sich eigentlich nicht viel halten. Also nicht arg viel kühler. Mhm. Und ja, dann werden wir morgen den Tag wieder anderweitig verbringen. Wenn wir wieder, müssen wir das ganze Zeug kopieren, was weiß ich, anfangen zu schneiden. Und ja, das war's eigentlich. Bleibt nur zu sagen, wie immer. Ich sehe da gerade so einen schönen. Geht raus, klettert auf den Baum. Buddelt euch ein Loch, schwimmt durch den See, zur Not könnt ihr aufs Fahrrad sitzen, eine Runde abstrampeln. Ja. Ja, macht eigentlich was ihr wollt, vor allem Hauptsache ihr geht raus. Hauptsache Bewegung. Hauptsache Bewegung, ja. Und ja, dann bleibt mal fit und habe ich letztes Mal vergessen zu sagen, stay tuned auf dem Kanal und ja, dann schicken wir noch die badische Grüße. Und tschüss. Auch von dir und tschüss. Ja, und tschüss. The dog to chase the thief, and the to kill the soldier. That's it.